Trotz fast Brand, Leto und Traute X27 Semikolon ist dann C. Julia und Massimo Rockentanz. Julia Dietze, 37, legt eine feurige Salsa aufs Parkett. Bei Let's Dance steht heute alles unter dem Motto 90er Jahre. Barbara Mayer, 31, muss leider eine Pause einlegen, doch der Wettkampf geht auch ohne das Model wieder in die Vollen. Schauspielerin zeigte bei ihrem lateinamerikanischen Tanz viel Leidenschaft in Sexapeal. Vielleicht war es der Kulisse auch ein bisschen zu heiß, denn während des Auftritts mit Massimo Sinato mit Akut, 37, ging die Bühnendeko in Flämmchen auf. Es hat sogar gebrannt, so rot warst du, erklärte Moderatorin Viktoria Swarovski, 24, der Verdutzten nach ihrer Performance. Die Blondine hatte von dem Vorfall nämlich nichts mitbekommen. Verletzt wurde zum Glück niemand und das Sicherheitspersonal reagierte auch blitzschnell. So konnte Danielle Hartwig, 39, auch schnell Entwarnung geben. Danke nochmal an den todesmutigen Feuerwehrmann, der da reinkam und uns alle vor dem Verbrennen gerettet hat. Das kleine Missgeschick tat Leistung allerdings keinen Abbruch. Stolze 24 Punkte sahnte sie ab und auch dickes Lob von den Juroren. Es war sehr weiblich und das passte zu dir. Du hast deine Weiblichkeit eingesetzt, das fand ich sehr gut. Manchmal warst du in den Grundschritten ein bisschen in die selbst verliebt, freute sich Joachim Lambi, 53. Alle Infos zu im Spezial bei rtl.de.